Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Go Vacation. Ich möchte euch noch was anmerken, und zwar im letzten Part haben wir hier bei Hundeschlittenrennen aufgehört und ich habe hier weitergemacht. Meine Aufnahmen sind aber verloren gegangen, weil ich meinen PC auf neu aufgesetzt hatte. Ich hätte warten sollen und dann aussetzen sollen. Jetzt habe ich leider hier die Reihe voll und hier das letzte. Ich glaube, ich mache jetzt alle Sachen nochmal neu. Ist jetzt etwas scheiße, ja. Aber für euch muss ich das machen. Und ja, Bergresort sind nur noch die und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann haben wir das Projekt beendet. Ich glaube, das ist noch pa 10 Parts ungefähr. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt nach einem kleinen Cut wieder und sehen uns hier bei dem hier. Bis gleich. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Und zwar weiß ich nicht, wo es ist. Und ich habe jetzt auch echt keinen Bock, das ganze Resort abzusuchen nach dem Ding. Ich glaube, ich meine, hier gibt es 1000 Wege. Deswegen denke ich, dass dann ein extra Part kommt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach im Bergresort weiter. Bis dann. Hab was vergessen. Hier lang. Musst dir den Fernseher auf stumm stellen. So, willkommen im Bergresort, Leute. LP Matrix, willkommen im Bergresort. Eigentlich heißt er Aware, aber ich habe ja meinen Namen geändert. Mitten im Projekt, deswegen ist es egal. Umgeben von majestätischen Gebirgszügen und sanft geschwungenen Hügeln ist das Bergresort ein Outdoor-Paradies. Du kannst dich zu Pferd, im Geländewagen oder im Kajak fortbewegen. Touristenboot und Zug stehen auch zur Verfügung. Probiere sie auf jeden Fall mal aus. Jetzt zum Kawaii Sternstempelsprung. Als erste Aktivierung des Bergresorts kennst du natürlich Tennis. Auf dem Tennisplatz Plätzen. Cool, Tennis. Und warum habe ich ein Pferd? Ich muss ein Pferd haben. Und wie stoppt man? Wie stoppt man? Ah. Ich klaue mir mal das Auto hier. Ja. Ich drücke immer auf die falsche Taste, Mann. Ich sitze hier ein bisschen blöd. Mein Arm ist auch leider ein bisschen kaputt. Deswegen ist mein Mikrofon irgendwo auf dem Mikrofon und darf das nicht sein. Und wenn ich es einmal das bewege, dann fällt es nicht. Das sieht ja schon ein bisschen billig aus, ne? Ja, das wäre ja bald durch. Ich hoffe, es ist für euch gegeben. Okay, wegen dem Resort da. Es ist jetzt auch. Es ist jetzt ziemlich blöd, dass es passiert ist. Ich finde es auch ziemlich scheiße. Ich hätte erst Dinge machen sollen, es hochladen sollen und dann erst jetzt hier aufsetzen wollen. Aber jetzt ist halt nur mal passiert. Es tut mir sehr leid. Willkommen zum Tennis Resort Berg Aktivität. Alles ist wunderschön. Bergresort Tennis Aktivität. Ich stehe so auf Tennis, dass ich persönlich Tennis Resort gesagt habe. Okay, du brauchst nur die Uniform, okay? Okay, los geht's. Ich bin eigentlich gar nicht gut im Tennis. Ich kann Tennis einfach nicht. Aber ich versuch's. Mal sehen. Spielbeginn, wer hat den Ball? Ich? Okay, ja, habe ich.
Wie schlecht sind denn die? 15 zu 0. Krass. Wir müssen brauchen 2 Sterne. Nein, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass die Leute auch genau dann gucken, wenn wir schießen. Nice, der war nice. 13 zu 15. Ist ein bisschen langweilig, glaube ich. Ich spule es aber auch nicht vor. Zack. Alter, was war das für ein Schlag? Ich hab das gesehen. Alter, wie schlecht sind denn die? Okay, ich sag, ich bin auch nicht gut in Tennis. Ich hab noch nie Tennis gespielt, aber Tennis ist eine ziemlich gute Sportart, wie ich finde. Ist eigentlich ganz cool. Macht, glaube ich, auch Spaß zu spielen. Tischtennis habe ich mal gespielt. Ich kann das aber auch nicht. Bin zu schlecht dafür. Ja, wir haben gewonnen. Spiel. Okay, er hat den Ball. Mach mal. Los. Das hier war auch niemand sitzt, ne? Aber das Haus da hinten sieht schön aus, wie ich finde. So. Gut. Ah oh Mann, das ärgert mich jetzt mit dem Schneeresort, Mann. Ups, fuck. Das hab ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich hab gerade. Ne? Ich mache jetzt, glaube ich, das Let's Play durch. Matchball. Mann, das ärgert mich jetzt total. Oder vielleicht kommt's auch gar nicht. Das tut mir jetzt total leid, Leute. Mit dem Sport. Das tut mir so verdammt leid. Du gewinnst. Ja, ich weiß. Toll, ne? Im Schneeresort war aber auch echt nichts Besonderes da. Wir haben einen Schneemann gebaut. Ich kann es ja ein bisschen sagen, wenn ihr möchtet. Hab einen Schneemann gebaut. Kann ich vielleicht mal zeigen. Ich weiß, wo der Schneemann ist. Ich habe einen Schneemann gebaut. Ich habe. Siehst du? Was habe ich noch? Und dann irgendwie solche Stunt-Dinger da, keine Ahnung. Voll scheiße. Das war aber. Das war geil. Sagen wir es so. Das war langweilig, aber geil. Okay, wo ist jetzt Pferd? Da vorne, ne? Gibt's auch CPUs, die mit Geländewagen rumfahren. Boom! Boom! Relax! So. Wie sieht denn der aus? Hier haben wir einen Pokémon. Ach, das. Wie soll ich denn das jetzt machen? Irgendwie muss ich das schaffen. Wenn er mich jetzt nicht gut hört, dann muss ich mich entschuldigen. Weil, aber ich muss jetzt so spielen, damit ich das gewinne hier. Mein Gott. Gut. Ach ja, man muss ja die ganze Zeit schütteln, ne? Das wird ein bisschen scheiße. Mindestens 40. Okay. 40. Ich
Zukunft. Warum springst du nicht? Hä? Die Zeit muss ablaufen. Läuft. Ende. Ja, von Bone Vacation war ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Echt nice. Wir sind erst bei der zweiten Attraktion. Ah, siehst du. Oh, geil. Jetzt kommt was Cooles. Gleitschirm fliegen, Alter, wie nah. Nein, kein Pferd. Seht ihr, wie oben das am Berg ist? Ich glaube, ich tue das jetzt vorspielen. Weil das bringt es echt nicht. Hier ist auch noch ein Auto. Und eine. Wirklich. Entschuldigung. Also, ich kann das jetzt etwas. Ja, oder aufheben. Diesen Nachrichtballon aufheben. Geheimes Spiel. Meine Mutter weiß nicht, dass ich diese Rampe gebaut habe. Ich bin damit über das Haus gesprungen und habe das ich drück nichts und er tut einfach automatisch reiten. Ich fall jetzt mal nach oben. Es ist auch so unrealistisch, dass sie einfach nicht aus dem Weg und da einfach stehen bleiben. Ich hasse es. Ich weiß noch, ich bin auf dem Berg hoch, jetzt ziehe ich nach oben. Ich würde sagen, es klappt. Übrigens möchte ich diese Nachricht mal lesen. Entschuldige auch, hast du dich verirrt? Das sind die Tondeion-Ruinen. Sie sind noch älter als das Schloss Shanga. Geh den Pfad einfach gerade nach unten, dann findest du sie. Ich habe mich vor Jahren auch mal verirrt. Damals wollte ich nach oben forschen. Er war so schön. Aber ich floh, weil ich Angst hatte. Ich frage mich, wie du da wieder hineinkommst. Welche Turm? Ach, da kommt man noch so hoch. Da kann man ein bisschen cheaten. Achtung. Obwohl. Okay, ich brauch's gut. Also wir sehen uns gleich wieder. Endlich, Alter. Gut, was sind wir da? Das wird ziemlich anstrengend. Wolltest du nicht auch schon immer wieder ein Floß fliegen? Also, ein Leitschirm fliegen kannst du
das hier nicht erfahren. Von dir wegneigen. Achso, ich dachte, da steht von dir neigen. Das wäre kein Deutsch. Alter, ich würde es nie im Leben machen. Du siehst etwas entspannter. Du musst ja alle Ballons einsetzen. Hat mich jetzt nicht ganz gut. Aufregend. Jetzt schon alles, ey. Also wenn der zweite Teil rauskommt, würde ich das total abbauen. Das wäre einfach nur geil. Die Spielung am Wasser war auch nicht ganz schlecht. War nicht ganz gut. Wenn das nächste Ding jetzt in der Nähe ist, dann machen wir das. Wenn nicht, dann im nächsten Part. Leb wohl! Kajak, ich glaube, das ist von ganz oben, ne? Vom Gipfel. Genau, Wagen, ja. Ja, bis ganz oben. Das ist eigentlich gar nicht so weit. Ich weiß sogar den Weg. Ich wollte es nicht erfassen. Und merkt es so, das ist das Beste. Ich kenne da fast alles aus. Und übrigens, wenn ich das die letzten drei, vier glaube ich sogar, die sind nur noch an einer Stelle. Die müssen dann einfach auf das Schießen ziehen. Ich hätte schon mal gesagt. Es ist kein Spoiler. Und ist der Rat. Ich mache den Spitton jetzt leiser, wirklich. Ich glaube, man hört mich ja sogar gar nicht. Oder hört man mich? Ich weiß nicht. So, voll hinten rein. Und jetzt vorne. Bam. Die hat jetzt auch irgendeine Geschichte, die Olle. Shanghaiberg. Da darf man eigentlich gar nicht mit dem Geländewagen hoch, aber ich muss trotzdem. Hier kann man ein Foto machen. Wir machen nicht. Wir können ja vielleicht irgendwann mal so ein Gewehr-Let's Play machen, ne? Vielleicht. Ja, ganz cool. Da muss man, glaube ich. Oh Gott, nein. Das ist 8 Kurve. Okay. 5 Sekunden Strafe für dieses paar verpasste Flaggenpaar. Ich habe auch irgendwie Hunger, ne? Ich esse jetzt gleich was. Das ist schon wieder so. Wie kannst du da stehen bleiben, Junge? Ja, aber das Wasser ist schön. Das ist hier besser. Nee, das geht so nicht. Nicht, dass ich wüsste. Mann, ich bin schon wieder so leise. Ich muss voll nah an mein Mikro kommen, damit ihr mich versteht. Das ist ziemlich anstrengend. Doch mal schnell, Leute. Ich tue hier gerade so schnell schütteln, wie ich kann, und ihr macht die ganze Zeit Pause.
Vom Arsch, ey. Das ist eigentlich ziemlich gefährlich, wenn man vom Wasserfall runterfährt. Hallo. Oh, das hat doch gegelten. Alter. Ich muss so hart schütteln, wie ich kann, Mann. Mein Kopf kann nur so langsam ist. Wo kommt denn das Ziel? Ist ein bisschen lange. Alter. Na? Alter, wie lang geht's nur noch? Ich habe echt keinen Bock mehr. Auf Kajak fahren, ich hasse es. Ich war da selber schon mal drin, in Wieler. Und es war schlimm. Das für mich. Schau mal, ah, da ist das Ziel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Kajak gefahren seid und ob ihr es gut fandet. Ich hasse Kajakfahren. Ja, überspringen, komm, lass mich in Ruhe. Das war jetzt auch mit dem Part. Zwei Parts hintereinander aufgenommen. Wir müssen nur ein Thumbnail machen oder was bei dir, was weiß ich. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und ich hoffe, dass ich da weitermache. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Übrigens, beim nächsten Mal müssen wir nur noch das, ja, die hier. Doch, vier. Die vier sind alle mal an einem Platz. Und das ist das Beste, ist da. Komme ich auf das nicht. Doch, das wird auch cool. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.